Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Schott Karl Gimmel von AFV Club im Maßstab 1 zu 35. Ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher, was die hebräische Aussprache angeht von dem Namen. Ich glaube, es wird so ausgesprochen, wie es da steht, aber bin mir da nicht ganz sicher. Also verzeiht mir da mein Unwissen. Ich bin da nicht so bewandert, was das angeht. Das ist ein brandneuer Bausatz hier in Deutschland, habe ich mir auch gleich geholt, da habe ich nämlich schon länger drauf gewartet. Ich habe einfach ja, ein Faible für die ganzen Centurion-Panzer, vor allem die von AFV-Club sind sehr toll. Da habe ich eigentlich fast alle, die es so gibt, und den hier möchte ich auch zu meiner Sammlung hinzufügen. Ich habe mal vor einer ganzen Weile einen, ja, älteren Schott-Kal-Bausatz von AFV-Club mal mit Resin-Teilen von Legend Productions umgebaut, um eben die Dalet-Version zu bekommen, aber es war nicht ganz akkurat, möchte ich mal sagen. Und deswegen bin ich froh, dass AFV-Club da jetzt von vornherein ja, eine fertige Variante mit allen Teilen da auf den Markt bringt. Gut, schauen wir rein in den Bausatz. So, die Schachtel ist prall gefüllt und wirklich verdammt schwer. Also der Karton hält es kaum aus, wenn ich das hier an einer Seite halte. Hier findet man noch ja, das Packungsbild nochmal. Kann man sich einrahmen und übers Bett hängen. Und die Teile sind schön eingepackt. Größtenteils einzeln in Folie eingeschweißt. Sehr gute Verpackung. Da dürfte nichts kaputt gehen. Schön, dann fangen wir mal mit der Bauanleitung an. Hier findet man ja, einen kleinen Einleitungstext zum echten Fahrzeug. Auf Englisch und Chinesisch nehme ich an. Wobei AFV-Club sitzt in Taiwan. Gibt es Taiwanesisch? Ich glaube, die sprechen da auch Chinesisch. Dann findet man hier innen ja, Zeichenerklärung. Eine Erklärung, wie man die Abziehbilder handhabt und eine Farbtabelle, die bezieht sich auf ja, ein paar gängige Hersteller, Hobby Color, Mr. Color, Mr. Color Spray, Humbrol, Revell und Life Color. Da findet man hier noch ein ja, bisschen Hintergrundgeschichte ja, zu den ganzen israelischen Centurion-Panzern. Mittlerweile sind die ja alle umgebaut worden zu ja, Pionierfahrzeugen oder ja, Truppentransportern. So, dann geht der Zusammenbau los. Und hier sehen wir schon ein ja, Feature von dem Bausatz, das wirklich schön ist, und zwar eine voll bewegliche Federung, also auch mit einer Metallfeder. Hier die ganzen Hebel und so weiter können auch beweglich gebaut werden. Da wird hier empfohlen, die Köpfe hier hinten ein bisschen anzuschmelzen. Funktioniert eigentlich recht gut. Habe ich schon ein paar Mal hinbekommen, dass die Federung auch funktioniert. Die Gummibelege für die Räder liegen einzeln bei. Das erleichtert die Bemalung natürlich nicht unerheblich. Alles in allem sehr übersichtlich gestaltet. Es sind auch immer wenige Teile zu verbauen pro Bauschritt. Es sind auch große Zeichnungen. Also die älteren Herrschaften brauchen da keine Lupe. Ja, ist ganz typisch, erst das Fahrwerk und dann arbeitet man sich Stück für Stück nach oben. Ja, die ganzen Deckaufbauten sind relativ kompliziert. Hier kommt dann auch die Reaktivpanzerung drauf. Hier wird es dann ein bisschen haarig, die ganzen kleinen Griffe und so weiter. Da braucht man Geduld, muss man sich Zeit nehmen.
mehr Reaktivpanzerung. Abschleppseil. Schürzen seitlich. Die Ketten liegen als Gummiketten bei. Und die sehen auch ziemlich gut aus. Hier dann der Turm. Besteht aus mehreren Teilen, aber ich habe das Modell schon ein paar Mal gebaut. Ja, die Passgenauigkeit ist wirklich atemberaubend. Da kann man nicht mal eine Lücke erkennen. Der Uzi liegt auch bei. Schön. Also der Bausatz kommt auch mit ein bisschen Zusatzausrüstung. Hier dann auch die Abdeckung für die Kanonenblende. Die war bei früheren AFV Club Centurion Panzern immer nicht dabei. Die mussten extra kaufen. Die liegt hier schon von vornherein bei. Ist auch vom Aussehen ein bisschen anders. Sehr schön. Ja, typisch für israelische Panzer, haufenweise Maschinengewehre auf dem Turm drauf. Ist vor allem deswegen im urbanen Gelände, dass man halt wirklich in jede Richtung feuern kann. Ja, Aluminiumrohr liegt auch bei. Und hier wird dann auch noch gezeigt, wie man die Antennen macht. Einfach mit einem gezogenen Gießast. Ja, und ein Galil-Sturmgewehr liegt auch noch bei. Kann man ein bisschen aufrödeln. Dann hier die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Gibt es 4 Stück insgesamt, die alle nicht näher definiert sind. Ich nehme aber an, dass das alles Fahrzeuge sind aus dem Libanonkrieg 1982. Allerdings schade, dass da nicht näher drauf eingegangen wird. Üblicherweise gibt es AFV-Club schon an. Ja. Hier natürlich das berühmt-berüchtigte israelische Sandgelb, was dann eher so ein Grau ist. Sind alle recht ähnlich, unterscheiden sich eigentlich nur in kleineren Details, was die Abziehbilder angeht. Von der Lackierung her sind sie alle gleich. Und hier hinten findet man dann noch ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen und hier noch Kontaktdaten, falls irgendein Teil fehlen sollte. Dann schauen wir uns mal die ganzen Bauteile näher an. Hier habe ich die Unterwanne vom Fahrzeug. Wir sehen können es respektable Größe. Hat auch unten ein paar Details. Ist natürlich sehr glatt die Oberfläche. Aber an den Stellen, wo es drauf ankommt, hier vorne zum Beispiel, sehr schöne Schweißnähte. Oder auch hier innen. Sehr hübsch. Auch verzugsfrei und auch stabil durch die Verstärkungen hier innen. Da ja, das hält doch einige Belastung aus. Hier die beiden Seitenteile des Turms, die liegen einzeln bei. Man kann eine sehr schöne raue Gussstahlstruktur erkennen und auch schöne Schweißnähte. Hier auch eine Gussdummer. Ja, hervorragend. Und ja, sollte schon ganz gut zusammenpassen. Hier unten muss man vielleicht ein bisschen spachteln, aber das ist kein Problem. An dem großen Gussast finden wir viele Teile der Oberwanne, wobei wir da vieles nicht brauchen. Hier zum Beispiel die Teile vom Motorendeck. Hier die Schlösser sind sehr schön detailliert. Hier die Frontplatte. Sehr filigrane Teile hier.
An den Innenseiten findet man oft diese Angüsse. Vor allem hier ist es etwas unschön an den Innenseiten der Kettenabdeckungen. Ja, muss man halt entfernen und ein bisschen versäubern. Wobei das hier eh nicht so auffällt, weil ja später seitlich so eine Schürze davor kommt. Hier noch mehr Teile für die Oberwanne. Das ist zum Beispiel das eigentliche Motorendeck, was wir da brauchen, weil die Israelis ihre Panzer später mit Dieselmotoren, ja, ausgerüstet haben. Ihr seht's. Makellos, die Teile. Die Befestigungspunkte sind vielleicht ein bisschen groß, aber mit dem scharfen Messer ist dem schon beizukommen. Ja, auch innen an den Schutzblechen wieder diese Angüsse, aber wie schon erwähnt, nicht weiter tragisch, wenn man das entfernen will. Da haben wir noch ein paar Turmteile. Hier zum Beispiel das Dach. Ich glaube, ihr könnt die Gussstruktur einigermaßen erkennen. Ist auch sonst sehr detailliert. Die ganzen Kabel zum Beispiel sind hier schon dran. Hier haben wir dann die Staukisten seitlich am Turm. Ja, haben auch kleine Vorhänge, Schlösser dran. Das ist für die Nebelwurfanlage die Halterung. Ja. Und ja, viele Kleinteile, die ja eben an den Turm dran gehören. Sind doch recht komplizierte Konstruktionen. Aber so ist es eben. Aber die Kanonenblende hat schöne Details. Und auch eine kleine Gussnummer hier oben dran. Hier, das sind die Fahrerluken an den kleinen Öffnungen. Da kommt später ein Glassichtteil rein, das eben das drehbare Fahrervisier dann ist. Auch hier schöne Gussstahlstruktur vorne und hinten. Möchte nur anmerken an der Stelle, viele Teile, die da dran sind, benötigen wir gar nicht. Das ist zum Beispiel schon der dritte Satz. Ja, Kettenabdeckungen, die ich hier entdecken kann. Also, das ist halt einfach von den vorhergehenden Varianten, die es von AFV Club gab, eine Kombination aus mehreren Gießästen mit ein paar neuen Teilen. Der Gießast mit den Laufrollen liegt zweimal bei. Hier auch die Halterungen, in denen später die Federn sitzen. Schön ist, dass es nur ein oder zwei Befestigungspunkte gibt. Das macht das Auslösen von den Teilen schon mal weniger aufwendig. Und das Ganze kommt mit hervorragenden Nietendetails und Oberflächenstrukturen. Das hier sind die seitlichen Kettenabdeckungen und das Material ist sehr dünn, das seht ihr hier. Kann ich leicht verbiegen. Das dürfte ungefähr maßstäblich korrekt sein. Vorderteile wären da wahrscheinlich etwas zu dünn dafür. Hier haben wir auch wieder einen doppelten Gießast. Der beinhaltet unter anderem hier die Stützen für die seitliche Kettenabdeckung. Hier diese kleinen Griffe. Da sind die Befestigungspunkte etwas groß. Also hier ist Vorsicht geboten. Die fliegen auch gern mal davon. Ja, hier ist auch ein bisschen Flash dran. Das ist eben so ein Gießast, den es bei allen Centurion-Varianten gibt. Und den Bausatz gibt es auch schon eine Weile. Offenbar sind die Formen da schon ein bisschen beansprucht. Das ist jetzt hier einer von den zusätzlichen Gießästen, der eben hauptsächlich Teile der Reaktivpanzerung beinhaltet. Auch die, ja, neue Turmluke. Und diverse Aufnahmen für die Zusatzbewaffnung und so weiter. Das Ganze ist schön detailliert, diese Päckchen der Reaktivpanzerung. Ja, sehr filigrane Teile hier.
Ja, hier ist ein bisschen Flash dran, aber kein Drama. Wir sind ja Modellbauer, wir können damit umgehen, prinzipiell. Hier haben wir wieder einen doppelten Gießascht. Noch mehr Reaktivpanzerung und auch Ausrüstungsgegenstände. Hier so eine Trage oder ein Feldbett. Die Galil Sturmgewehre, Uzi und die Turmmaschinengewehre. Alle ja, verschieden. Hier noch der kleine Mörser, der sitzt auch neben dran am Turm. Feuerlöscher. Sehr, sehr detailliert. Wow. Noch sehr filigrane Teile da oben. Da kriegt man gleich Angst, dass man irgendwas abbricht. An den beiden Gießäschten findet sich ja, noch mehr an Ausrüstung. Hier diverse Scheinwerfer, Benzinkanister, Werkzeug. Und hier noch mehr Bewaffnung, noch mehr Maschinengewehre. Ich glaube, da dürften auch ein paar für die rechte Kiste sein. Ja, Munitionskisten, auch eine offene ist dabei. Hier dann noch mehr Ausrüstung. Benzinkanister in der Halterung befindlich und fürs Abschleppseil noch die Haken. Und hier dann noch Teile, die ans Fahrzeugheck gehören. Zum Beispiel die Endtöpfe vom Auspuffrohr und diverse kleinere Gerätschaften, die ich jetzt nicht zuordnen kann. Die Glassichtteile sind aus einem etwas weicheren Plastik gefertigt. Das jetzt ist relativ zäh. Empfinde ich jetzt aber nicht als Nachteil. Hier findet man alle möglichen Optiken. Die Kommandantenkuppel ist auch durchsichtig. Selbst hier die gepanzerten Abdeckungen für diverse Visiere sind durchsichtig. Und das hier ist der Zugscheinwerfer, der gehört eigentlich an die australische Variante dran. Das ist einfach der ja, Standard-Gießascht für jeden Centurion von AFV Club. Hier sind dann die Weichplastikteile, sind auch einige. Fangen wir hier mal mit den Gummibelägen der Laufrollen an. Die sind schon fertig ausgelöst und ja, makellos. Man könnte vielleicht noch die Laufflächen ein bisschen aufrauen, aber davon abgesehen sollte eigentlich keinerlei Probleme geben. Die Ketten ja, sind auch aus dem Material gefertigt. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Die Details sind aber ausreichend. Hier und da, ja, das muss man wegschneiden. Es sind ein paar Angüsse dran, aber nichts Dramatisches. Die Außenseite sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Bei dem Fahrzeug sieht man von der Kette eh nicht sonderlich viel. Und um Kettendurchhang braucht man sich da auch nicht wirklich kümmern. Also ich mag die Ketten eigentlich schon recht gern. Das hier ist dann noch die Abdeckung für die Kanonenblende. Die ist eigentlich ziemlich detailliert. Mit den ganzen Klammern und so weiter. Ist auch sehr weich mit Sekundenkleber. Bringt man das schon in Position. Und das hier ist auch noch die Abdeckung für ja, den Rücklaufmechanismus von der Kanone. Und es scheinen hier noch irgendwelche Staukisten oder so zu sein. Dann haben wir hier noch zwei kleine Stückchen mit diesen Ringen. Das kommt in die Laufrollen rein. Dadurch bleiben die ja, Räder beweglich und können ja, aufgesteckt werden und wieder abgenommen werden. Da herrscht genügend Friktion, dass die nicht einfach abfallen. Dem Bausatz liegen auch noch ein paar andere Kleinteile bei. Hier zum Beispiel Ersatzkettenglieder aus Plastik, die eben außen am Panzer befestigt werden. Die kann man zusammenstecken. Das sind im Prinzip dieselben, die man auch von AFV Club kaufen kann, um die Gummiketten zu ersetzen. Die sind auch sehr gut, habe ich auch schon mal verwendet. Hier dann die Sprungfedern für das bewegliche Fahrwerk. Die sind
relativ störrisch, bringen aber auf jeden Fall einen guten Druck her, damit das Modell dann auch sauber steht mit der Federung und nicht irgendwie zu einer Seite hängt. Das wollen wir ja nicht. Also ist auch sehr schön. Fotowerksteile liegen auch ein paar bei. Hier die Gitter für den Staukorb hinten. Das ist sehr schön bei den früheren Varianten, die es da gab. Lag da immer nur so ein Netzmaterial bei, man musste sich das dann selber zuschneiden. Fand ich mal ein bisschen unangenehm. Ja, sind dann ein paar sinnvolle Teile hier zum Beispiel vorne am Bug. Eine Halterung, eine Klammer für die Kettenabdeckungen. Und es sind noch ein paar Nummernschilder offenbar. Und bisschen Seilmaterial liegt auch bei für die Abschleppseile. Bin ich normalerweise nicht so ein Fan davon, habe die aber schon mal verwendet und die sahen am Schluss eigentlich doch recht gut aus. Also warum nicht? Der Bausatz kommt auch mit einem Kanonenrohr aus Aluminium. Hat innen schöne Züge. Hinten schönen Befestigungspunkt, der es eben ermöglicht, nur in eine Position einzubauen. Und hier dazwischen, da kommt dann noch aus Plastik so eine Klammer rum. Sehr schöne Dreingabe. War früher irgendwie Standard, aber mittlerweile machen das jetzt diverse Hersteller wie Dragon und so weiter nicht mehr. Warum auch immer. Finde ich eigentlich eine Frechheit. Früher ging es auch, warum soll es heute nicht mehr gehen? Schön, dass wenigstens AEV Club da die Fahne noch hochhält. Hier haben wir den Abziehbilderbogen und ich weiß nicht, was das für eine Teufelei ist, aber das Seidenpapier klebt da irgendwie so komisch drauf. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, weil mir das eigentlich sagt, dass der Bogen irgendwie mal Feuchtigkeit gezogen hat und es schon mal flüssig geworden ist und dadurch unbrauchbar ist. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das beabsichtigt ist oder nicht. Gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ja, es wäre eigentlich noch klebrig. Weiß nicht, vielleicht funktioniert der noch. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ist aber auch kein Drama. Ich verfüge über ja, ein paar übrige Abziehbilder, die dazu passen. Naja. Also, AEV Club Abziehbilder haben mich bisher eigentlich nie enttäuscht. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das bewerten soll, ob die noch funktionieren oder nicht. Weil das hatte ich eigentlich noch nie. Wird sich zeigen. Alles in allem ein technisch sehr interessanter Bausatz mit raffinierten Lösungen, wie einem beweglichen Fahrwerk zum Beispiel. Das sieht man nicht alle Tage. Schönen Zusatzteilen wie dem gedrehten Alurohr, Fotoätzteile, zusätzliche Ausrüstung und so weiter. Was mir jetzt nicht so gefallen hat oder was mich ein bisschen wundert, sind die Abziehbilder. Ist recht eigenartig. Weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Wenn es da ein Problem gibt, dann schätze ich mal, ist es ein Einzelfall. Das ist irgendein Unfall, den da der Hersteller irgendwie hatte. Das dürfte nicht die Regel sein. Aber ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Ja, ich habe ja schon öfter die Centurion Panzer da gebaut von AFV Club. Ist immer wieder ein Erlebnis. Ist auch wahrscheinlich eine meiner Lieblingsbausätze. Habe ich schon sehr oft gebaut. Kann ich auch jedem weiterempfehlen. Was mich jetzt da ein bisschen stört, ist der Preis. Der Bausatz kostet um die 60 Euro. Wenn ich das vergleiche mit der australischen Variante zum Beispiel vom selben Hersteller, die kostet 30 Euro, also die Hälfte. Und ich sehe nicht, dass da so viel extra Teile dabei sind, dass der Preis gerechtfertigt wäre. Also ich sag mal 40, 45 Euro, das wäre dann schon okay. Aber davon abgesehen, so ein großer Mehrwert ist da einfach nicht vorhanden. Dennoch muss ich zugeben, 30 Euro sind auch verdammt billig. In dem Fall sind 60 Euro ja noch okay, gerade so.
sonst hätte ich den Bausatz auch nicht gekauft. Also, wenn ihr mal Lust habt, allgemein die Centurions von AFV Clubs sind immer einen Blick mal wert, ist mal was anderes. Und ist auch mein Lieblingspanzer der Ära nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann möchte ich mich noch ganz herzlich bei euch bedanken, denn ihr habt das ermöglicht, dass ich den Bausatz kaufen kann. Dadurch, dass ihr meine Videos anschaut. Ich habe mir den Bausatz nur deswegen kaufen können, ja, weil eben von Google dann über YouTube ein bisschen Geld geflossen ist. Also Dankeschön und macht's bitte so weiter. Dann kann ich auch in Zukunft ein paar hübsche Bausätze mir gönnen ab und zu. Werde dann auch versuchen, da irgendwie einen Baubericht drüber zu machen. Ich habe nämlich schon alles zusammen, was ich da für ein Diorama auch brauchen könnte. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Hamika Barkas.